Die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano ist tot. Sie starb vergangene Nacht im Alter von 96 in ihrer Wahlheimat Hamburg. Das hat das Auschwitz-Komitee der Tagesschau bestätigt. Bejarano gilt als wichtige Zeitzeugin der Nazi-Verbrechen. Bis zuletzt engagierte sie sich gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Noch am Holocaust-Gedenktag am 27. Januar richtete sie in den Tagesthemen einen Appell, insbesondere an junge Menschen. Wo stehen wir in diesem Jahr 76 nach der Befreiung des KZ Auschwitz? Was ist aus unseren Hoffnungen geworden? Wir sind nur noch wenige, wir Überlebende der Konzentrationslager. Wir schweigen nicht, wir berichten über das, was damals geschah. Werden Bücher, Filme und Erzählungen ausreichen, um die nächsten Generationen zu immunisieren gegen die neuen und alten Nazis, gegen Antisemiten, Rassisten und Verschwörungsideologen? Aus Worten werden Taten. Wir wissen das. Wir wissen um das braune Netz nach 45. Das laute Schweigen, das Versagen des Staates bei der Entnazifizierung. Für uns ist es unerträglich, wenn wieder Nazi-Parolen gebrüllt und Synagogen angegriffen werden, Todeslisten kursieren, Rechtsextreme in den Parlamenten sitzen. Wiederholt sich die Geschichte? Primo Levi, auch Häftling in Auschwitz, hat gesagt, es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Wir erinnern, um zu verändern, um unsere Demokratie zu bewahren. Der Schlüssel dazu ist für mich die Jugend. Die müssen wir gewinnen. Ihr seid nicht schuldig für das, was damals geschehen ist, sage ich. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts von dieser Geschichte wissen wollt. Was in den Gaskammern endete, begann mit Repression, Ausgrenzung, Rassismus. Das kennen viele der Jungen. Oft höre ich dann, Frau Bejarano, auch wenn Sie einmal nicht mehr da sind, wir werden Ihre Geschichte immer weiter erzählen. Das ist meine große Hoffnung. Mit einer Veränderung aber können wir sofort beginnen. Der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Und wer Bedenken hat, ob gerade auch Deutsche diesen Tag feierlich begehen sollten, der stelle sich vor, wie würde die Welt heute aussehen, wenn die Nazis damals gewonnen hätten. Heute Nacht ist Esther Bejarano gestorben. Es waren eindringliche Worte, die wir gerade gehört haben. Zugeschaltet ist mir nun Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Herr Mendel, wie haben Sie Esther Bejarano erlebt? Ja, wir haben gerade Ihre Worte gehört und das war typisch Esther, immer die klare Worte zu finden, immer sehr politisch, sehr präzise, sehr aufrichtig. Was wir nicht gesehen haben, ist auch die Esther, die viel Humor hat
Und das hat sie immer in eine wunderbare Art und Weise auch verbindet. Esther Bejarano war ja eine unermüdliche Aufklärerin gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Wie sehr wird sie Ihnen fehlen? Sehr. Also das, wenn man eine 97 Jahre alte Frau verabschiedet, das ist, kann man meinen, das ist keine Überraschung. Trotzdem haben wir uns alle das anders vorgestellt. Wir haben uns irgendwie die Hoffnung gemacht, das wird nicht passieren. Auch was ist ja auch überhaupt nicht logisch. Und Esther Bejarano wird nicht mehr nur mir persönlich fehlen, sondern wird uns als Gesellschaft fehlen. Weil diese Stimme ist unersetzlich. Es gibt ja nur noch wenige Überlebende des Holocaust, die erzählen können. Wie wichtig ist diese Schilderung durch Augenzeugen? Bei Esther war noch die Besonderheit, dass sie das nicht nur geschildert hat, sie hat das auch gesungen. Und das war auch wieder ein Medium, das ging direkt in die Herzen, direkt unter den Haut von sehr vielen Jugendlichen und Erwachsenen. Ich denke, in so vielen Jahren hat sie bestimmt Hunderttausende von Menschen so erreicht. Und diese Stimme wird uns fehlen, das, was wir aus Filmen, aus Geschichtsbüchern, aus dem Internet auch lesen, das wird nie ersetzen, die persönliche Begegnung mit Esther und mit anderen Zeitzeugen. Esther Bejarano ist ja als Zeitzeugin vor allem auch in Schulen gegangen, um zu erzählen und aufzuklären. Das hat sie selbst als Rache an den Nazis bezeichnet. Wer soll ihren Platz einnehmen? Ich habe schon gesagt, Zeitzeugen sind nicht zu ersetzen. Wir werden in Schulen weiterhin arbeiten. Es gibt Geschichtsunterricht und Politikunterricht. Da werden wir über die Geschichte des Nationalsozialismus weiterhin die vermitteln. Wir werden auch über die Relevanz dieser Geschichte für die heutige Zeit. Das war immer eine ganz starke Botschaft von Esther, die nie nur in der Vergangenheit geblieben ist. Sie hat immer über die Gefahren heute hingewiesen. Sie hat mir einmal gesagt, ich werde immer singen, bis es keine Nazis in diesem Land noch gibt. Und das werden wir versuchen, in Schulen, aber auch in alle anderen Medien zu machen. Aber das wird Esther und andere Zeitzeugen nicht ersetzen. Haben Sie den Eindruck, dass junge Menschen genügend über den Holocaust wissen? Das kann man nicht pauschalisieren. Also wir begegnen sehr viel Interesse von Jugendlichen, die unter anderem auch bei uns in der Bildungsstätte Anna Frank sich engagieren. Es gibt Interesse gerade, weil Jugendliche merken, dass die Gesellschaft immer, dass in der Gesellschaft immer mehr Rechtsextremismus gibt, dass menschenfeindliche Parolen auch auf der Straße gebrüllt werden. Dann merken auch Jugendliche, dass sie etwas machen wollen. Und deswegen interessieren sie sich auch für die Geschichte. Es gibt auch natürlich viele, die das als weit Vergangenheit betrachten und keine besondere Interesse dafür haben. Wir müssen anerkennen, auch diese Haltung, das ist eine legitime Haltung. Gerade in letzter Zeit gibt es vermehrt antisemitische Anschläge. Eine in Teilen rechtsextremistische Partei sitzt im deutschen Parlament. Wie sehr ängstigt Sie das? Das muss nicht nur mich, sondern das soll jeder hier in diesem Land beunruhigen, die oder der vor Demokratie steht. Wir betrachten das kurz vor der Bundestagswahl, dass die Gefahr von Rechtsextremismus, Rechtspopulismus bis zu der Mitte der Gesellschaft kommt. Wir sehen, dass es nicht nur bei den Rechtsextremen, die AfD ist momentan die größte Oppositionspartei. Wir merken, dass auch in der CDU, CSU Stimmen gibt, die wir früher ganz klar als Rechtsextreme verortet haben. Das sind alle sehr beunruhigende Entwicklungen in den letzten Jahren. Und das ist stückweise auch die Botschaft, die uns Esther Bejarano hinterlassen hat. Nie ausruhen, immer dagegen zu kämpfen, bis wir solche Gefahren auch wirklich erfolgreich abgewendet haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Dankeschön.